Sie sagt die Wahrheit. Jedenfalls glaubt sie, dass sie das tut. Aber selbstverständlich sage ich die Wahrheit. Wer würde sich denn eine solche Geschichte ausdenken? Es gibt manchmal Leute, die Aufmerksamkeit erregen wollen. Andere, die von der Straße reinkommen, sind einfach nur bestürzt. Wisst ihr, was es sein könnte? Postmortale Lebenserfahrung, die in die Gegenwart eindringt. Könnte eine Menschheitserinnerung sein, gespeichert im kollektiven Unterbewusstsein. Ich würde auch Hellsehen oder telepathischen Kontakt nicht ganz ausschließen. Es tut mir leid. Ich glaube nichts von dem, was Sie da sagen. Oh, das macht nichts. Ich nämlich auch nicht. Aber es gibt ein paar Dinge, die wir in einem Fall wie diesem tun, Standardverfahren, die oftmals zu Resultaten führen. Nun, ich könnte zum Grundbuchamt gehen und die baulichen Details des Gebäudes überprüfen. Ich meine, vielleicht hat ja das Haus selbst eine Vergangenheit psychischer Turbulenzen. Richtig, gute Idee. Ich könnte wegen des Wortes Suhl in der üblichen Literatur nachschlagen. Im Spades-Katalog. Tobins Gespensterführer. Ja. Ich will euch was sagen. Ich werde Miss Barrett in ihre Wohnung zurückbringen und sie untersuchen. Ich untersuche Miss Barretts Wohnung. Okay? Okay. Danke sehr. Bitte lassen Sie mich. Falls irgendetwas passiert, möchte ich, dass es zuerst mir passiert. Das ist die Kammer. Das hassen Sie. Ich mag es, Sie zu quälen. Ganz recht, Kumpels. Hier ist Dr. Venkman. Ziemlich viel Platz. Für Sie allein? Ja. Gut. Was ist das, was Sie da machen? Oh, rein technisch. Eins von unseren kleinen Spielzeugen. Ach, verstehe. Das ist das Schlafzimmer, aber da drin ist noch nie etwas passiert. Was für ein Verbrechen. Wissen Sie, Sie benehmen sich nicht wie ein Wissenschaftler. Die sind gewöhnlich ziemlich steif. Sie sind mehr wie ein Showmaster im Fernsehen. Das ist die Küche, hä? Dana, sind das die Eier? Ja, sehen Sie, ich war da drüben und die Eier hüpften einfach aus ihren Schalen und fingen sofort an, auf dem Tisch zu braten. Das ist irre. Und ungefähr zur selben Zeit hörte ich dann das furchtbare Geräusch da drüben aus dem Kühlschrank. Dr. Venkman, Sie haben sich den weiten Weg gemacht. Möchten Sie nicht mal im Kühlschrank nachsehen? Mal im Kühlschrank nachsehen. Guter Vorschlag. Oh mein Gott. Sehen Sie nur all dieses Fertigfutter. Oh, verdammt nochmal. Hören Sie, das Essen war nicht... Sie das Zeug Hören Sie, das war nicht hier. Es war gar nichts hier. Es war ein weiter Raum und da war ein Gebäude oder sowas. Es kamen Flammen heraus. Geschöpfe ringelten sich da heraus und sie knurrten, sie zischten. Und da waren Flammen und ich hörte die Stimme sagen, Suhl. Es war da drin. Tut mir leid, ich habe keinerlei Anzeige auf dem Gerät. Sind Sie auch ganz sicher, dass Sie das Ding richtig benutzen? Es ist nicht... Ich denke schon, aber ich bin sicher, dass da keine Tiere drin sind. Na, das ist ja toll. Entweder ich habe ein Monster in meiner Küche oder ich bin komplett verrückt. Ich glaube nicht, dass Sie verrückt sind. Oh, Sie können sich nicht vorstellen, wie viel besser ich mich jetzt fühle. Lassen Sie mich Ihnen etwas über mich selbst erzählen. Ich komme nach Hause von der Arbeit, also in meine Wohnung. Und alles, was ich habe, ist meine Arbeit. Da ist nichts anderes in meinem Leben. Dr. Ich begegne Ihnen und ich sage, mein Gott, da ist jemand mit dem gleichen Problem, wie ich es habe. Ja, wir beide haben das gleiche Problem, Sie. Ich werde jetzt aufs Ganze gehen. Ich bin wahnsinnig in Sie verliebt. Oh, ich glaube das einfach nicht. Würden Sie bitte gehen, sofort. Und dann warf sie mich aus ihrem Leben. Sie hielt mich für eine Missgeburt. Sie hielt mich für einen Bettnässer und sie war vermutlich nicht mal die Erste. Irgendwie sind Sie so eigenartig. Oh
nein. Jetzt weiß ich es. Nein, 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 nein. Ich werde mich Ihnen beweisen. Nein, danke, das ist nicht nötig. Ja, ich werde Ihr kleines Problem lösen. Okay. Und dann werden Sie sagen, Pete Venkman ist ein Kerl, der die Dinge in den Griff kriegen kann. Gut. Ich frage mich, was ihn zum Ticken bringt. Ich frage mich, ob er interessiert wäre, zu erfahren, was ihn zum Ticken bringt. Richtig. Ich wette, dass Sie über mich nachgrübeln werden, wenn ja, ich gegangen bin. Ich wette, das werde ich. Keinen Kuss. Auf unseren ersten Kunden. Auf unseren ersten und einzigen Kunden. Ich muss ein bisschen was aus der Portokasse nehmen. Ich sollte Sie zum Essen einladen. Wir wollen Sie doch nicht verlieren. Dieses prachtvolle Gelage repräsentiert die allerletzten Reste aus unserer Portokasse. Ah. Schling nicht so. Kau dann essen. Hallo, Geisterjäger. Ja, natürlich arbeiten Sie ernsthaft. Sie haben? Sie haben wirklich? Ganz im Ernst? Aha, also wenn Sie, geben Sie mir erstmal Ihre Adresse. Ach ja, selbstverständlich. Sie werden absolute Diskretion wahren. Hä? Ich danke Ihnen auch sehr. Wir haben einen! Oh, danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Die Gäste fangen schon an, Fragen zu stellen und mir fallen keine Ausreden mehr ein. Ist das vorher schon mal passiert? Nun, der Großteil des ursprünglichen Personals weiß Bescheid über den 12. Stock. Aha. Die störenden Vorfälle, meine ich. Ja. Aber es ist nun jahrelang ruhig gewesen, außer vor 2 Wochen. Aber es ist noch niemals so schlimm gewesen wie heute. Haben Sie das jemals irgendwo gemeldet? Oh nein, Himmel, nein. Nein. Die Eigentümer wünschen nicht, dass auch nur darüber geredet nein. wird. Ich hoffe, dass Sie sich dem unauffällig annehmen können. Schon geschehen, heute ja. Nacht. Ja, Sir, keine Sorge. Wir erledigen dergleichen Dinge dauernd. Was sollen Sie denn bitte vorstellen? Irgend sowas wie Kosmonauten? Ha, nein, wir sind Kammerjäger. Jemand hat eine Kakerlake oben im 12. gesehen. Das muss aber eine tolle Kakerlake sein, was? Würde Ihnen den Kopf abbeißen, Mann. Wollen Sie nach oben? Ich nehme den nächsten, wenn es recht ist. Wisst ihr, mir ist gerade eingefallen, dass wir eigentlich noch keinen vollständigen, erfolgreichen Test mit diesen Geräten hatten. Ich mache mir schwere Vorwürfe. Ja, ich auch. Sinnlos, sich jetzt deswegen Sorgen zu machen. Wieso Sorgen? Jeder von uns trägt einen nicht lizenzierten Nuklearbeschleuniger auf seinem Rücken. Ja. Machen wir uns bereit. Schalte mich ein. Teufel soll denn das? Verzeihung. Verzeihung. Tut mir leid. Wir dachten, Sie wären jemand anders. Recht erfolgreicher Test. Ja, schätze, ja. Ich glaube, wir sollten uns lieber aufteilen. Guter Gedanke. Ja, auf die Weise können wir mehr Schaden anrichten. Ekelhafter Stöpsel. Ich werde ihn irgendwie selbst halten müssen.